Hallo? Ja, hallihallo, hallöle. Ich bin der Pat aus dem Bela und wir versuchen es heute mit unserem ersten Bela Lugosi Podcast. Mal gucken, was das wird. Und ja, genau, meinen Namen habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Wir hätten auch noch mit am Start den Basti aus dem Bela. Pfui, Deibel ist die hässlich. Und als besondere Gäste heute geladen sind aus dem Kunstverein der Heiko und der. Der Roli, Entschuldigung. Ich wollte natürlich der Roli sagen, ja. Wir würden mal anfangen. Ja, stellt euch doch alle einfach mal selber jeweils vor. Startend beim Basti, dass jeder mal eine Stimme hört und weiß, Ja, wer von uns mich was kennt ihr sagt. ja sowieso. Ich verkaufe immer Bier an euch. Du bist ein Noob, 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 Noob. Ja, ich bin der Henker aus dem KV und verkaufe auch Bier halt. Hi, ich bin der Rudi aus dem KV, habe früher Bela für Bier verkauft und jetzt Doppelagent, Doppelagent, aufpassen. Jetzt verkaufe ich ein KV-Bier und mache viel Konzerte, Mischen und so. Das stimmt. Und er mischt sehr gut. Nicht nur Cocktails. Dankeschön. Ja, wir machen natürlich nicht nur Bier verkaufen, sondern es gibt ja auch einen Anlass, warum wir uns heute hier zusammengefunden haben. Genau, wir versuchen eben mit diesem Podcast jetzt mal so in der Richtung was in Bela zu starten und haben Und uns auch als mal Bier zu trinken. und haben uns als Gesamtthema für heute mal gedacht, wir quatschen einfach mal ein bisschen offen über Bela, KV, die letzten Jahre und was wir hier so tun und wie ja, das Ganze halt in den letzten Jahren so ablief, auch mit der Aktualität von Corona, jetzt endlich kein Corona mehr und jetzt endlich wieder ein bisschen Normalität eingekehrt ist in dem Ganzen. Und da würden wir quasi in einem gesamten Block ein bisschen offen drüber quatschen wollen, wie es uns denn einfach so in den letzten Jahren ergangen ist. Und erstmal so eine Frage an Roli und an Heiko. Ja, für Leute, die den KV jetzt nicht so gut kennen, weil ich meine, das ist ja auch, ihr macht ja etliche Veranstaltungen, das geht ja echt vom Elektro-Event, aber eher halt Punk-Doom-Konzerte und so weiter. Wie gesagt, Roli mischt ja mittlerweile. Wie kann man den KV eigentlich so beschreiben? Weil, seit wann gibt es den KV jetzt? Da ist man etwas ungewiss halt sowieso, weil es gibt verschiedene Daten, die sagen 75, manche sagen 76. Jahre? Nee, 19. Also Gründungsjahr halt. Aber so in den nächsten 2, 3 Jahren werden wir 50-jähriges bestehen feiern. Ja, 1. April ist, glaube ich, immer, Genau. ne, passend und ist auch kein Joke. Und den KV gibt es wirklich, das sind keine Fake News. Es sind der Frankenstraße jetzt 200, ne? Ja, genau, im Zeppo. Ja, und der Kunstverein heißt auch, falls ihr den irgendwie googeln wollt, es ist der Kunstverein Hintere Kramergasse. Es gibt nämlich noch einen anderen Kunstverein. Ja, die wollten uns die kunstverein.de-Adresse streitig machen. Die habt ihr aber immer noch, ne? Ihr habt Ja. immer noch Was, die haben euch streitig kunstverein.de. gemacht? Ich glaube mal einen Rechtsstreit, Passt mal auf, ihr Penner an. Nein, nein, Habt ihr einen Podcast oder wir was? Wir schon. Ja, naja, auf jeden Fall, das ist der Kunstverein in der hinteren Kramergasse, denn der war mal in der hinteren Kramergasse und 96 war ich da zum ersten Mal. Das war noch ganz anders als jetzt und dann ist er ja auch ein paar Mal umgezogen oder es gab halt Komplikationen. Wisst ihr genau, wann sind die aus der Kramergasse raus? Das Also eingezogen im Z-Bau sind wir, glaube ich, 1999. Genau, Ja, ja. genau. Ja, das haut schon hin. Und ich glaube, 2 Jahre war Vorher, nix oder so, oder? da war ja auch mal kurzzeitig auch LGA, ich glaube so ein paar, also mal so 96 oder so. Ja, genau. Und ja, in Z-Bau, ich meine, Z-Bau, den kennen wahrscheinlich viele Leute. Erzählt mal, wie lief das mit dem Einzug oder? Was ich noch viel spannender fände, so im Voraus halt so, war denn jemand von euch mal in der hinteren Ja, Kramergasse im ich, wie alten gesagt, KV? 96. Ja? Ja, Und wie war es da so? Das war ja noch nicht so wie jetzt im es war halt ZV, total, es war nicht vergleichbar. Ich glaube, der KV hat jetzt so viele Mitglieder, die hätten da nicht mal reingepasst. Und ich oder? bin mit 16 dort einmarschiert, war total war froh auf irgendein Konzert. Ich glaube, das war eine Punkband, Attic Lyrics hießen die, glaube ich. Und ich glaube, der Schlagzeuger hatte nur eine richtige Hand und an der anderen hatte so eine Prothese mit einem Stick und es war voll beeindruckend mit 16. Und was ich noch davon habe, ist eine Narbe am Arm, weil das war im Winter und die hatten einen Holzofen drinnen und jeder hat sich mal irgendwann an dem Holzofen verbrannt. Ja, aber und wenn der an war, dann war es halt innerhalb von 10 Minuten, war da drin echt Karibik-Flair. Von euch war keiner dort wahrscheinlich, ne? Nee, Nein, ich war 2006 das erste Mal. Im KV. Ja, ich war 99, als der KV in den Zeppau ist, war ich 11. 11?
Nee, nicht mal, oder? 88 geboren? Ja, doch. Ja, ich war da, ich bin 91 geboren, ich war auch noch viel zu jung, um da jemals gewesen zu sein. Ja, gut. Siehst aber aus wie ein Gründungsmitglied. Ja, ja. Ich bin schon so lange dabei. Ja, wie ist das? Wie viele Mitglieder hat der KV aktuell ungefähr? Also wir haben ca. 50 Schlüssel im Umlauf halt und da sind natürlich auch die ganzen Alt-KV da mit dabei und also die sind aber auch noch mit dabei? Ja. Also gelegentlich muss der Hartmut mal unbedingt eine Tresenschicht schieben halt. Weil er es noch braucht. Aber ihr habt ja schon regelmäßig Sitzungen, ne? Ja, jeden Dienstag. Jeden Dienstag, weil das wäre auch, oder wie ist denn das, wenn jetzt irgendjemand sagt, ey, ich will da mal eine Veranstaltung machen, der sich mit dem Kunstverein beschäftigt hat und sagt, ey, cool, ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, irgendwie was zu machen. Wie läuft das ab? Sollten die dann da kommen oder müssen die sich anmelden oder an den Menschen? Eigentlich immer am besten natürlich selber vorbeizukommen, als man sich dann auch ein persönliches Bild von der Veranstaltung selber machen kann. In der Regel halt, kommt man an, als Visor, fragt einen Termin an, wenn der Termin frei ist, wird natürlich eine Person vom KV benötigt, die sich darum kümmert. Ja. Und der Rest ist halt Veranstaltersache. Also wir haben halt Saalmiete unter der Woche 50, am Wochenende 150. Ja. Und also man kann das auch nur jedem raten, der mal eine kleinere Veranstaltung machen will oder sich daran probieren will. Da ist man auf jeden Fall meiner Erfahrung nach gut aufgehoben und die Atmosphäre ist gut. Aber jeder, der schon mal da war, weiß auch, dass es da wirklich halt, ja, wie beschreibt mal den KV mit ein paar Worten für Leute, die jetzt vielleicht nur ein- oder zweimal da waren, so von der vom Spektrum. Weil ihr habt ja alles Mögliche, ihr habt das Straßenfest, das Crazy, die Beach Party, unglaublicher Event im Endeffekt bis jetzt immer gewesen. Was ist euer Spektrum, was sind so die Kriterien, was macht ihr, was macht ihr nicht? Scheiße, bleib scheiße. Was sind so die Kriterien? Also erstmal muss ich noch sagen, dass wir am Wochenende 100 Euro haben, außer bei Großveranstaltungen. Dann sind es 150, halt, wenn die Penner uns 12 aus dem Nest hauen. Weil sie schon schmücken wollen, dann kostet es halt ein bisschen mehr. Damit seid ihr aber auch echt von den Konditionen her unglaublich billig. Also gerade für kleine Veranstalter oder für mal ausprobieren, ist das ja, super angenehm. Uns soll halt jeder veranstalten können, als Video, ja, ohne Minus zu machen. Halt. Genau, darum geht es halt. Jeder soll sich das leisten können. Ja, ne? Das ist halt eine super gute Idee und ein geiles Konzept dahinter auch. Ihr habt ja auch immer so von bis Eintritt, ne? Ja. Meistens ja. Also so irgendwie, also letztendlich ist es natürlich Veranstaltersache, was der Eintritt nimmt, weil wir ja die Kosten von den Gagen nicht kennen und so weiter. Ja. Aber wir bieten eigentlich immer schon drum, halt Video auf jeden Fall klein zu halten und eigentlich so 25 Euro sind eigentlich schon ein Sitzungspunkt, wo wir drüber sprechen müssen. Halt. Ja, aber dieses von bis ist eigentlich auch ganz cool, weil man dann erstmal denkt, wenn es jetzt heißt zum Beispiel von 8 bis 11 Euro, denken die meisten wahrscheinlich, die meinen wahrscheinlich Uhr, aber halt, von 8 bis 11 Euro, dann denkt man ja, kaum einer gibt dann 11, ne? Aber es ist schon so, ne? Es gibt sogar Leute, die 15 geben. Auf jeden Fall, also das ist erstaunlich, sagen wir 8 bis 11, dann sagen wir 8 bräuchten wir halt, und 11 wäre cool und so, und dann, also wirklich der Großteil der Menschen, die zahlen halt einfach mehr, ne? Ja, jeder will cool sein. Ja, das ist auch für uns, da fühlt sich das ganz gut an, ehrlich gesagt. Halt. Und auch wenn ich selber Kasse gemacht habe, hatte ich immer so das Gefühl, dass einfach Leute, die halt es sich leisten konnten, immer mehr gegeben haben. Während aber Leute halt wieso sich das halt nicht leisten konnten, halt wieso, dann sieht man das ja auch halt wie. Und dann, also geht es beim Kunstverein, ich meine, Frage ist ja blöd eigentlich, aber oder? Mal kurz, bevor wir die dritte Frage dahinter haben, halt so, in welchem Spektrum an Musik kann man denn da jetzt erstmal veranstalten oder machen, weil da hatten wir ja gerade am Anfang noch. Also wir, sagen wir mal, NSBM und Rechtsrock halt wieso sind jetzt nicht so beliebt bei uns. Nein, 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 nein! Aber sonst stehen alle Türen offen. Also ob das dann Elektro oder Band oder DJing ist, ist eigentlich alles erstmal generell möglich bei euch so. Ja, schon. Erstmal schon, aber prinzipiell, also das ist natürlich auch Ansichtssache auch innerhalb des KVs, aber prinzipiell ist es schon so, dass auch ziemlich viel Elektro angeboten wird und wir uns, also ich persönlich denke, wir sehen uns eher so als die Gitarrenbastionen halt. Aber wir haben trotz alledem Elektroveranstaltungen halt, ne? Wir haben ja auf jeden Fall die Residenz mit Monsters of Jungle und Tsunami Sound System. Ja. Immer arschvoll, ne? Ja, jedes Mal, ja. Ja, aber
was muss man machen, um, es gibt ja Leute, die anscheinend einfach am Wochenende mal rausgehen und sagen, ey, ich schau mal, wo ich heute Hausverbot kriege, was muss man bei euch machen? Nur für, als kleiner Tipp für jemanden, bevor die da stundenlang irgendwie rumtun und nicht rausfliegen, wie kann man es gleich an der Kasse klar machen, dass man nicht reingehört? Ja, Gewalt ist ein No-Go und natürlich auch Diskriminierung ist ein No-Go. In jeder Art. Ich bin asozial. Was ihr denkt, ist mir egal. Haben wir nicht gehört. Gutes Sample wieder eingespielt hier. Ja, und was du ja auch schon erwähnt hast, Roli, natürlich auch halt so Nazi-Scheiße etc. Alles auch nicht willkommen, nicht gerne gesehen, aber... Das sollte ja auch selbstredend sein. Ich meine, wer in dem Kreis sich diesen Podcast anhört, wird wissen, mit wem er so. Ja, geht davon aus. Ja. Ja. Und wie läuft es? Weil dadurch, dass ihr ein Verein seid, weil nicht, dass Leute denken, ah, Verein, ich muss irgendwie Mitglied sein, weil es ja nicht so, wie läuft es? Wie wird man, ist es eine Art Tagesmitgliedschaft, wenn man reinkommt und Eintritt bezahlt? Oder wie ist denn das? Nee, wir sind ein eingetragener Verein. Halt, wie, also ja. Wir haben natürlich halt Mitglieder, die natürlich irgendwo aufgelistet sind. Ja. Eintritt ist dann, also die Leute, die Eintritt zahlen, sind halt Gäste bei uns halt, irgendwie in unserem Vereinsheim. Ja. Also man muss auch nicht irgendwie einen Tagesbeitrag oder so entrichten. Nee. Ja, nee. Alles klar. Also, und die Bierpreise sind ja auch mega gut. Was sind das? Empfohlen 2 Euro, 1,50? Ja, 1,50 halt. Ne? Ja. Empfohlen 2 Euro. Ja. Ja, auch mehr. Ja, genau. Ja, wenn wir schon so beim KV sind halt so, wir haben es ja kurz schon mal mit dem Anfang in der hinteren Kramagegasse gehabt, jetzt ist er auch schon lange im Z-Bau. Und ja, wie seid ihr denn jeweils so in den KV gekommen oder seit wann seid ihr im KV? Wann wart ihr das erste Mal Gast? Wann habt ihr da angefangen, was zu tun und zu machen? Also ich war 2006 oder 2005. Glaube ich, das erste Mal im KV, weil ich habe früher noch in Leipzig gewohnt und dann habe ich halt hier immer so Rock im Park aufgebaut und habe ich dann auf dem Kunden. Ist ja gleich daneben. Ja, Pavel und Dichti und die ganze Henk. Wir haben auch einen klassischen Aufstieg, ne, von Rock im Park im KV. Also für mich ist das ein Weg, der Weg nach oben. Ja gut, von der Stöckertstraße. Ja, auf jeden Fall, da habe ich schon viele Leute kennengelernt und da haben wir dann gelegentlich einen Feierabend hier verbracht und so haben sich da Freundschaften ergeben halt. Und naja, wie ich dann schlussendlich hergekommen bin, ist egal. Wann hast du dir gedacht? Trinke ich hier noch oder arbeite ich hier schon? Oder was? Nein, hier kann man arbeiten und trinken, so wie bei Rock im Park. Wohl, also. Wie Rock im Park, plus ohne Geld. Und du? Ja, ich meine, bei dir weiß ich es, aber erzähl es mir trotzdem. Ja, ich will es auch nochmal wissen. Sehr gerne. Du meinst du gerade den Roli, ne? Dass du gerade auch wissen, mit wem du redest. Naja, ich bin jetzt seit 2017 im KV-Mitglied. Habe mich halt, nachdem ich quasi hier aufgehört habe, als Wieso, bin ich in den Kunstverein gegangen, als Wieso, weil ich einfach noch weiter veranstalten wurde. Aber du warst ja als Gast schon früh. Also das erste Mal, glaube ich, 2004 habe ich mal gehört, 2007 weiß ich. Ja. Wann bist du, weil wo hast du vorher gewohnt? Ich habe in der Oberpfalz gewohnt, bin in Furt im Wald aufgewachsen, das ist an der tschechischen Grenze und habe danach in Cham gewohnt. Und, ja. Und wann bist du hergezogen? 2009. Ja. Ja. Dann warst du als Gast auch im KV, ne? Ja klar, weil ich am Gast am KV habe damals auch das Bela dadurch kennengelernt, als Wieso, weil er die Züge erst morgens fahren und so, dann war ja, später eine gute Abwechslung, weil auf dem Weg zum Bahnhof. wie gesagt, irgendwie so seit 2007, weiß ich noch, war noch mal, wo der KV noch im Saal veranstaltet hat und ich halt mit gebrochener Nase und ohne T-Shirt im Winter nach Hause bin. Das ist auf jeden Fall ist geblieben. Wie kam es zum Nasenbruch? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, als wir das waren. Weiß ich nicht, Digga. Es war ein Punkkonzert. Ich weiß noch, dass die Mimis gespielt haben. Das war einmal eine Dose, eine Bierdose, die mir ins Gesicht gefallen ist, die der Sänger verteilen wollte. Ich aber nicht gefangen habe. In your face. Ja, das schon. Und das war noch ein Mädel, was er, glaube ich, den Pogo ein bisschen zu ernst genommen hatte. Ja. Aber ein guter Abend. Also, das ist wirklich. Ja, du, Roli, du mischst ja jetzt auch im KV, seit wann? Weil, also ich muss ja sagen, wir haben ja zusammen hier im Bela gearbeitet ja. Und ich weiß noch, dass eine Zeit lang
oder vielleicht liege ich auch falsch, war es nicht immer, oder war es halt immer die Frage, ey, wer mischt denn da an dem Abend? Gibt es überhaupt jemanden, der mischt? Oder sollte man einen Mischer mitbringen und so weiter? Und so, jetzt war ich auf ein paar Konzerten, wo du gemischt hast. Und du hast dir das ja auch selber beigebracht, ne? Mehr oder weniger. Mehr oder weniger, ja. Ich habe halt irgendwie schon Support von Hank und Johi zum Beispiel, die halt früher oft gemischt haben, als wie so, denen bin ich halt immer letztendlich hinterhergelaufen. Hab dir beim Mischen zugeschaut. Johi von den Toiletten, ne? Genau, jo. Der Johi von den Toiletten, ja. Ja, und ja, immer mitgelaufen, immer probiert, halt wieso, immer drüber geschaut, halt wieso, aber letztendlich auch nur selber in der Band gespielt damals. Also dadurch habe ich das Interesse gewonnen, weil es mich einfach interessiert hat auch. Ja. Und mal die andere Seite zu sehen. Welche Band war das? Einmal Restless Head und einmal Germany Zero Points, die vorher original Nürnberger Brunskettler hießen. Nürnberger. Nürnberger. Ja. Ja. Ich habe auch Jahre später erst erfahren, was ein Brunskettler ist. Ja, und ich habe es nach der irgendwas mit Schafkopf. Ja. Was ist das? Kannst du mal. Brunskettler? Ja. Ich weiß, ich kann es nicht erklären. Ja, ich glaube, das ist der Ersatzspieler, der beim Kartenspielen einsteigt, wenn der andere mal schiffen geht. Also genau, auf Toilette, ja, Mensch. Du hast vier SpielerInnen und wenn einer mal aufs Klo muss, dann kommt der Brunskettler zum Einsatz und darf während der Zeit, bis der andere vom Pissen wiederkommt, für ihn übernehmen oder für sie. Was macht weiter denk vor oder danach? Der sitzt da und sitzt du daneben und darfst ein Bier trinken vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht sehr scharfkopfaffin. Obwohl ich in der Oberpfalz aufgewachsen bin, nie ein Ding gewesen. Kann auf jeden Fall sein, dass du pleite bist, wenn du vom Klo kommst. Das heißt, man muss seinem persönlichen Brunskettler vertrauen. Ja, ja. Oh, ja. Das könnte teuer haben. Werden. Ja, klar, wenn man da um welche Beträge... Cent spielt. Ja, ja, die 2,50 habe ich mir hart erspielt. Woo. Ja, und dann, aber dann kann man ja eigentlich, auch wenn das Thema jetzt schon scheiße ist und ein Glück abgehakt und so weiter, aber dann... Können wir auch eigentlich gleich zu der nicht selbst verursachten Krise herkommen, die halt jeden betroffen hat. Das war dann, davor gab es ja schon Ärger und eine Demo, weil der KV mal irgendwie aus Renovierungsarbeiten geschlossen werden sollte. Da gab es dann eine riesige Demo, die war, was, wann war das? 2008 oder 2009. Wir hatten vorhin nochmal nachgeguckt. 2009, ja. 2009 müsste die gewesen sein. Und das war ja schon... überwältigend, was, 2500 Leute? Ja, es waren auf jeden Fall weit über 2000 Leute da. Das war aus ganz Deutschland halt. Demo. Ja, das war echt krass halt und das war ein Problem, aber das konnte man noch selber angehen und dann kam natürlich Corona halt und wie war das für euch als Verein, weil ich meine, Sitzungen waren wahrscheinlich kaum möglich oder wie habt ihr die Zeit wahrgenommen, wie habt ihr das überstanden finanziell, wie erging es euch? Also die ersten Monate haben wir tatsächlich ultra genossen halt, so der Ruhe. Na gut, wir haben mal angefangen, auch Überbrückungshilfen zu beantragen, weil das machen wir ja sonst nicht. Ging das für Vereine oder was? Ja. Also uns haben die ohne Ende Spenden von unseren Gästen bekommen. Wir haben ja mal einen geilen Hit geschrieben halt. Oder? Ja, stimmt, wir haben einen Jingle aufgenommen. Ja. Und dann kam jeden Tag, kam da Geld rein. Also vielen Dank auch nochmal an alle, die da gespendet haben. Auf jeden Fall. Also können schon mal so eine Krise mitmachen, also wir standen finanziell weitaus nicht schlechter da auf jeden Fall. Dazu muss man sagen, da gab es ja auch immer gegenseitige Hilfen, aber da kommen wir dann gleich dazu, so Kunstverein Bela, da gibt es ja auch eine besondere Connection. Hm. Und und wie ging es weiter? Also damit, ihr habt es dann durch die Spenden stemmen können oder was? Oder kam euch die Stadt auch entgegen oder wie lief das mit den, habt ihr Überbrückungshilfe überhaupt bekommen dann? Wir haben regelmäßig Überbrückungshilfen bekommen. Aber es ist auch schon auch so, dass wir ohne die Spenden nicht so gut dargestanden hätten. Also die haben wir tatsächlich auch benötigt halt. Ne? Ja, das ging. Die Kosten liefen ja weiter, die Nebenkosten, die waren die Miete, das lief ja alles weiter halt. Ja. Und wir haben ja eigentlich nur Einnahmen durch den Getränkeverkauf bei Konzerten. Ja. Klar, der. Ja. Ja. Ja, und wie ist das mit den Ausgaben bei euch? Habt ihr da irgendwie dann auch im Generellen trotzdem laufende Ausgaben gehabt während der Zeit? Ja, schon. Klar, Miete Strom etc. pp. Ja. Das Übliche. Aber ich meine, weil keiner wusste ja, wie lange geht jetzt die ganze Nummer und so weiter. Ne? Ja. Wir kennen es ja und da kommen wir dann vielleicht auch gleich nochmal kurz dazu. Wie habt ihr es mit den Sitzungen gemacht? Oder gab es da auch Leute, die irgendwie dann in der Zeit
wie woanders habe ich das auch mitbekommen, die dann abgesprungen sind, so nach dem Motto, ey, jetzt ist der erste Lockdown, der zweite und dann der dritte und dann und keine Ansagen und halt Verzweiflung und dann das haben da Leute das Boot verlassen sozusagen, so nach dem Motto, ey, ist mir zu unsicher, ich orientiere mich neu oder... Naja, bei uns ist ja in erster Linie alles ehrenamtlich, also bei uns geht es ja keine Angestellten, keine Personalkosten, keine Löhne oder sonst was. Aber die Mitglieder haben doch eine gewisse Verpflichtung, oder? Es gibt eine aber alles ehrenamtlich, halt ja, alles ist freiwillig, also muss natürlich gestimmt werden, aber abgesprungen ist in dem Sinne keiner. Es haben sich einfach Leute daran gewöhnt, halt, wie sie mal zu Hause bleiben, haben natürlich auch mal Zeit mit ihren Familien oder Familien gegründet, verbracht halt. Ja. Ja, gute Sitzung, die haben wir dann über Jitsi versucht abzuhalten. Und dann haben wir noch so ein kleines KV-Forum gemacht, wo man, dass man halt ein bisschen was zum Schnattern hatte und so. Ja, weil mein Treffen war ja... War nicht möglich, nee. Nein. Durfte du als Verein wahrscheinlich auch gar nicht, oder? Ja, nee. Ja, das haben wir auch nicht riskiert, weil wir wollten die ganzen schönen Spendengelder nicht für eventuelle Strafzahlungen ausgeben halt. Ja, auch in dem Zeitraum sehr unvernünftig gewesen, da hast du recht. Auf jeden Fall, das kommt auch dazu, auf jeden Fall. Naja, aber war ja schon, ich meine... Jetzt im Nachhinein weiß man ja, dass man es überstanden hat und wie lange das war, aber man wusste das ja mittendrin nicht. Ne? Wie war das bei euch? Weil ich kann mich dran erinnern, wir haben mit Bela, ich habe es zusammengerechnet mal, es waren insgesamt 11 Monate, die wir zu hatten. In den 2 Jahren mit den 3 Lockdowns. In 2 Jahren, ja. Genau. Im Sommer dann immer wieder offen gehabt. Und ich weiß noch, dass dieser Sampler-Release, der auch mit dem P31. Also dieser erste Nürnberg sehen und sterben Sampler. Ja, am Freitag, der 13. Das war genau der erste Tag, wo dann... Genau. Da haben wir zugemacht. Da, wir wollten am Abend noch aufmachen und ihr, da wäre, glaube ich, wie war das, ein Abend? Also der 13. wäre in der Desi gewesen, genau, und der 14. im KV. Genau. Nee, Quatsch, andersrum. Am 13. im KV, weil ich noch aufgebaut habe. Ja. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt, das ist alles abgesagt. Ja, wir haben noch ganz viele Aufkleber auch hier rumfliegen und rumkleben, wo das draufsteht mit der Bewerbung. Und da hatten wir genau das Wochenende erwischt, wo wir dann davor auch schon in der Diskussion hatten, da waren ja Roli und ich damals auch mit bei dem Sampler mit dabei und auch zwecks dann dieser Sampler-Release-Party und dann ging es genau in der Woche vorher schon los, dass es langsam rüberkam und auch gesagt wurde so, okay, wir sind uns nicht sicher. Die Desi waren die Ersten, die dann meinten, wir haben jetzt im Bar-Team geschlossen entschieden, uns ist es zu riskant, wir machen es nicht. Und dann, glaube ich, 1 oder 2 Tage drauf hat dann der KV auch schon gesagt, okay, wir machen es auch nicht mehr und dann war ja eh alles dicht. Also wie gesagt, es gab ja nochmal ein Sondertreffen dann in dem Sampler-Kollektiv halt irgendwie und ich habe halt schon aufgebaut gehabt, weil ich hätte quasi einen KV aufgebaut, hätte noch gemischt und wäre dann morgen, also bin dann auch am Tag drauf quasi. Du hättest ja auch selber auch noch gespielt, ne? Ja. Ja, natürlich. Und wäre Tag drauf, also bin dann Tag drauf halt wie so im Urlaub geflogen halt wie so und dann aufgebaut und dann einfach gekriegt, okay, fällt alles flach. Bist du dann noch geflogen in Urlaub? Ja, schon. Wo ging's hin? Thailand. Habe ich dann den Heiko getroffen, der gerade aus Laos kam. Thailand? Ja. Und dann haben wir da die ersten 2 Wochen von Corona und dem Lockdown und so weiter halt auf Komak verbracht. Das war echt gar nicht so wild tatsächlich. Gab Roller, es gab Zigaretten. Hat schon gepasst. Und erst als wir zurückgekommen sind, als wir, hat uns mal so dieses Ausmaß als wie so von Deutschland getroffen halt irgendwie. Also. Weil man muss dazu sagen, für die Leute, es kam dieser Sampler raus, wie hieß er genau? Nürnberg sehen und sterben. Ja, genau, Nürnberg sehen und kommt sterben. Kommt jetzt auch aktuell bald der zweite raus, oder? Nee, dritte. Der dritte mittlerweile schon, ja. Es war so eine Art Konglomerat von lauter Bands und man hat beschlossen, den so Sampler-Release eben an 2 Locations zu machen und alle Bands spielen verteilt an dem Wochenende. Das heißt auch, die Absagen hat auch genau diese ganzen Bands, die sich auch untereinander absprechen mussten, ja irgendwie gleichzeitig betroffen. Ne? Das heißt, das war so ein... Weiß nicht, wie beim Kegel alle Figuren gleichzeitig abräumen, ne? Also das ging so wie so eine leichter Verzögerung, so eine Welle durch alle durch und wir hatten dann zu und ihr auch. Und die eigentliche Frage war, wie erging euch das jetzt persönlich oder im Kollektiv? Was habt ihr gedacht? Weil bei uns war es so, ja, wird dann jetzt 2-3 Wochen zu sein vielleicht und dann maximal und dann, wie war das bei euch? Ja, wie gesagt, wir waren die ersten 2 Wochen ja im Urlaub. Habt ihr gedacht, ey, wir kommen dann wieder zurück und juhu? Ja, so ungefähr. Halt. Ja. Ich dachte nicht, dass es, natürlich dachte keiner von uns, glaube ich, dass es so lange geht. Naja. Ja, weil viele ja im Nachhinein, oder ich habe viele getroffen, die halt dann so getan haben, ja, das war ja klar, dass das voll die große Nummer wird, aber also so richtig aus meinem persönlichen Umkreis und auch hier im Team hat keiner damit gerechnet, dass es so
krass reinhämmert, auch finanziell, dass es so vielen Leuten halt an die Existenz. Ja, also gerade im ersten Zeitraum war das noch so ein okay, wird schon sich relativ schnell wieder lichten. Als es dann aber wieder auf den Winter zuging und dann das zweite Jahr kam, war es dann schon so ein okay, jetzt mal gucken, wie lang und was und wie. Mhm. Und ja. Da ging es ja dann auch viel darum, was wir im Bela auch eben hatten, was ihr auch jetzt mit KV gerade schon erzählt habt und gemeint habt, dass es dann viel auch darum ging, okay, wie akquirieren wir jetzt die Mittel, dass wir den Laden halten können, wie können wir schauen, dass wir die Miete weiterzahlen können, wie können wir die Situation irgendwie stemmen oder machen. Ja, man kam sich ja auch immer ein bisschen hingehalten vor, durch die Sommersaison, dass alle draußen sein durften oder halt unter diversen Auflagen. Und dann konnte man da halt irgendwie was machen. Ihr habt ja während der Corona-Zeit ein Straßenfest gemacht, oder? Eins auf jeden Fall, ne? Wir haben einmal dieses Nürnberg Punks halt wie in den September gemacht halt wie, aber draußen dann. Also ja, aber wie ging das? Ihr hattet auch Auflagen, ne? Nee, im Biergarten in September war das dann halt wie so, weil ein KV wäre zu klein gewesen als wie durch die Auflagen. Aber okay, und hattet ihr Auflagen für draußen? War das normal durchführbar? Also, ich glaube 300 durften das sein, das war dann auch so ein Quadratmeter Zahl, muss man halt ein bisschen auf Abstände. Natürlich Rückverfolgung mit Namen und so weiter. Und, ja, das ist aber ja eine Aufgabe, die man stemmen muss, ne? Ja. Weil es kann mich an die Zeit erinnern, dass viele Leute halt auch so hier, nee, meine Daten lasse ich nicht hier. Und dann, so, ja, dann geht's nicht. War das bei euch ein Problem oder war da der Support sofort da, so nach dem Motto, ja, ist mir egal, Hauptsache ich bin dabei? Oder? Also der Support war auf jeden Fall sofort da, weil ich glaube auch alle unsere Gäste haben das auch mehr oder weniger also akzeptiert und eingesehen und wussten, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht gegenseitig ins Gesicht spucken oder so halt. Und Livebands hattet ihr ja auch, ne? Ja. Ja, und das, wie war das Feeling auf dem Konzert? Weil ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, ich habe ein Abstandskonzert in München mal gespielt. Mit Goat? Ja, und das war echt eine mega, das war drinnen, das war eine mega strange Atmosphäre, das war absolut komisch. Ja. Aber trotzdem waren die Leute durften nicht aufstehen, die mussten auf Bierbänken sitzen. Ja, das war und auch trotzdem waren die Leute aber voll heiß und deprimiert. Ja, man könnte das sehen, als wie so, dass die Leute an den Tisch hocken hatten. Viele wären gerne aufgestanden zum Tanzen, zum Moschen oder was auch immer. Und man musste dann immer so als KV so der Spaß für der war sein, als wir sagen, sorry, musst auf deinem Platz bleiben. Ja, auch krass. Ja. Es war schon strange, als wie so, aber es war und zwar, glaube ich, schon auch wichtig, als wie einfach mal was zu machen, als wie, weil die Bands ja trotzdem halt. Ja, es hat einen auch irgendwie ein wenig über Wasser gehalten, ne? Auch bei uns war es auch so die Sommer. Ja, doch immer wieder so, oh, und das. Wir hatten ja viel mit dem Biergarten halt im Bela und du hast ja auch gesehen, dass die Leute auch heiß waren, hier im Bela wieder herzukommen. Und um dann nochmal auf die Konzerte und das Ganze zurückzukommen, weil ich bin ja nicht nur wie die meisten Leute, die mich kennen, hier im Bela halt irgendwie mit am Tresen und damit dabei, sondern ich bin ja auch noch schon seit langer, langer Zeit im Kopf und Kragen in Fürth. Und da hatten wir auch dann quasi ein Konzept umgestellt gehabt, nachdem wir im Club nichts mehr veranstalten durften. Und sind ja dann auch auf dieses Sommer am Lindenhain Prinzip umgestaltet und hatten dann auch draußen Konzerte gemacht. Und wir hatten zum Glück ein bisschen mehr Fläche und Größe als so, was aber auch Auflagen anging. Bitte? Aber auch Auflagen. Ja, natürlich, Auflagen ohne Ende. Das war genau das, was ich gerade damit auch meinen wollte, dass dann halt so, dadurch, dass es noch ein bisschen größer war und eine weitläufige Wiese, hatten wir dann über den Sommer auch zum Glück weiter Konzerte machen können und auch ein gutes Konzept dahinter gehabt, Hygienekonzept. Und da war es auch eigentlich ähnlich, wie der Heiko gerade meinte, dass das Publikum, die Leute, die da hinkamen, die hatten halt einfach nur Bock, dass irgendwie irgendwas funktioniert und geht und die sind da alle sehr kooperativ gewesen. Also klar ist dann mal irgendwann den Leuten sagen wir so, ey, bitte halt den Abstand ein oder bitte passt ein bisschen auf dieses oder jenes auf. Aber im Gesamten waren wir da auch einfach nur froh, also dass dann irgendwie Outdoor was funktioniert und gegangen ist und ein bisschen was angenommen werden konnte. Und in Bela haben wir mit dem Biergarten auch nichts anderes gemacht, als okay, die Auflagen haben wir, das dürfen wir, dann machen wir halt draußen irgendwas. Aber es war organisatorisch halt auch ein ganz anderer Aufwand. Ja, Organisation war der Irrsinn, ja. Du halt auch auf einmal komplett neue Bereiche angehen musstest und schauen musstest, wie machst du das jetzt? Gut, dann haben wir ja alle dann ganz gut überstanden. Dann, wie würdet ihr beschreiben, gibt es einen Unterschied bei euch zwischen vor Corona und nach Corona? Hat sich, ja, weil manche sind ja von der Bildfläche verschwunden. Ist alles beim Alten oder ist... Ja, die sind jetzt nicht mehr von der Bildfläche verschwunden. Sie haben halt nicht mehr so die Zeit. Da sind ein paar Familien gegründet worden halt und manche Leute sind weggezogen. Ist aber nach wie vor dabei halt, ne? Kommen regelmäßig vorbei und... Wie ist es im Kopf und Kragen? Im Kopf und Kragen kann ich sagen, also dass vor Corona, nach Corona bei uns einen krassen Unterschied gemacht hat. Ich glaube, es lag aber auch viel an
dieser Situation mit dem Sommer am Lindenhain, die 2 Jahre dazwischen, die wir im Sommer überbrückt haben. Ja. Ja, Bela war, ich meine, du kennst ja beide Sachen. Bei uns ist es auch erstarkt halt. Also, hatte den Eindruck, dass. Also, man hat auch, ich finde da auch bei den Gästen im KV halt wieso, dass zumindest das letzte Jahr die Gäste viel, viel dankbarer waren, dass wir das alles machen. Also, ja. Man hat das immer gemerkt, dass wieso, dass eigentlich irgendwie so das ganze übliche Gelappert, was halt nicht passt, halt irgendwie einfach weg ausgeblieben ist. Halt, die Leute waren einfach froh, dass sie wieder auf Konzerte konnten und feiern konnten. Ja, das Mecker-Level hatten. War auf einer anderen Ebene, ne? Ja. Aber ja, ist schon dabei behalten, auf jeden Fall. Ja, naja, regt sich schon wieder an, weil wir hatten ja hier auch dann viele Konzerte, wo wenig Leute gekommen sind, dann halt waren wegen übersättigt und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, was ich beobachte, ist, dass halt wieder viele neue Leute da sind, auch viele junge Leute dazugekommen sind. Eine Zeit lang hat das irgendwie, glaube ich, stagniert, zumindest hier drinnen. Sind die Leute gemeinsam älter geworden? Ja, auch generell ein Szeneproblem, was man oft so. Naja, das ist aber einfach die Gang der Dinge, ne? Also irgendwie so die es Leute, wird aber besser. Ja, die Leute werden älter, bleiben daheim und eigentlich kommt so stetiger Wechsel halt irgendwie so. Dieser stetige Wechsel war jetzt auf einen Schlag halt. Ja, weil ja ist, man muss ja auch schon sagen, dass halt ja auch die letzten 10, 20 Jahre so ein bisschen diese junge Generation, die nachkommt, habe ich das Gefühl gehabt, dass die teilweise halt nicht so wirklich hinterher oder nachkam. Und das ist, aber die müssen ja richtig hungrig gewesen sein. Weil jetzt nach 2 Jahren Corona, jeder, der da 17, 18, 19 war, der hatte danach wahrscheinlich richtig, richtig hart Bock. Übelst, mal, ja, was die machen. Krass. Ja. Übelst krass. Aber die vertragen alle auch keinen Alkohol, muss man sagen. Wieso, was haben die denn in den 2 Jahren Corona gemacht, außer gesoffen? Ja, weiß ich nicht. Also Familien hoffentlich nicht gegründet. Ein bisschen früh. Ich wollte eigentlich studieren, jetzt habe ich Zwillinge. Naja gut, weil ich war das letzte Event, wo ich bei euch war, das war jetzt am Freitag, das war der 12.05., das war das Glanz der Brutalität, Part 1. Das hat der Eddie von Degeneration gemacht und es war eigentlich ein gewagtes Line-Up mit The Aurora Project, Black Corona, Degeneration und Ghost, also echt 4 komplett unterschiedliche Bands und es war ja dann Einlass, Stopp, ne? Ja. Weil es so gut lief und jeder hatte natürlich die Befürchtung, okay, so ein krass gemixtes Line-Up und da waren viele, also es war halt alles gemischt, es gab, ich weiß nicht, also wie ihr es empfunden habt, ich glaube, die Stimmung war gut. Ja, die Stimmung war gut, also allen Leuten hat es gefallen und also bei uns ist ja oft so, dass der Support oder die Supportbands nicht unbedingt was mit den Haupteck zu tun haben, weil wir halt auch gucken müssen, dass wenn es geht, Leute aus der Umgebung kommen, dass wir überhaupt jemanden rankriegen. Wenn wir uns den Support noch einfliegen lassen, dann ist das einfach mit dem Preis ein bisschen schwierig. Ja, und es war alles cool, geiler Sound. Der Eddie von Degeneration war zufrieden. Part 2 wird auch kommen, wer das verpasst hat. Auch sein erstes Konzert gewesen, ne? was er organisiert hat. Ja, eben. Das war ja die. Und als Organisator dann auch. Dann so ein gewagtes Line-Up halt, ne? Nicht auf Nummer sicher zu gehen und irgendwie eine Punkshow zu machen, wo er weiß, ey, da kommen dann alle. Zumindest zusammen. Geht nur ein Kapo. Ja, genau. Und, ist auch sehr gut. Noch sehr unterhaltsam und lustig zu erwähnen, vielleicht auch, dass ja von einer der Bands gerade immer noch anwesend ist und der Mischer auch, ne? Weil du bist ja auch bei Goth. Ja. Ja, und der Roli hat gemischt. Und der Roli hat gemischt. Geiler Sound. Ja. Und der Heiko hat richtig gut getrunken. Ich hab das Bier Heiko bestellt. War dabei. Hey, ich hab das Bier bestellt, Alter. Und deswegen. Ich hab Wechselgeldkassen klar gemacht. Und da werden wir auch gleich bei. Also mich hat es erstens mal wieder gefreut, auch seit längerer Zeit da zu sein und war echt voll froh, das zu sehen, weil diesen Wandel, dass der auch da stattfindet. Viele jüngere Leute waren auch dort, haben das voll abgefeiert und ich weiß auch, dass die jetzt überall hingehen und dass irgendwie, die sagen bitte, danke, gut erzogen, was ihr da habt, gut was gelernt, während ihr zu Hause gesessen wart. Auf jeden Fall Degeneration. Wie gesagt, der Eddie, davon hat das Festival gemacht und anlässlich dieser Tatsache wollen wir jetzt auch einfach mal einen Song von Degeneration spielen und ab geht die Luzi.
Exorzismus! Dann schwer im Magen liegt, da gibt's auch gleich Cabinet Folly und Black Revelation, das ist natürlich Doom. 28.05. Die Argis aus Argentinien, also im Sinne von die Argis aus Argentinien. Es ist Punkrock, Reggae, ihr kennt's doch, mit Einflüssen. Ist dann im KV, 28.05. Und jetzt noch eine Runde. Power, genau. Jawohl, 30.05. Love Your Witch und Unlaute. Love Your Witch ist Doom aus Israel. Und Unlaute regional. Gigli, der sozusagen der Spargel unter den Musikern. Und wer sich das alles reinzieht, der wird sich dann fragen, seid ihr alle meine Mama? Ciao. Ja, dann mal danke, ne, an den Uhrensohn. Und jetzt zurück in deine Kiste. So. Da geht er. Ja, alles klar, ey. Ja, cool. Das war dann sofern erstmal der erste Versuch. Danke fürs Zuhören bis dahin. Ja, genau. Sämtliche Infos, die ihr jetzt bekommen habt und mitbekommen habt, auch mit den Veranstaltungen, dem Veranstaltungskalender und dem Uhrensohn. Sowie auch KV, Kopf und Kragen etc. findet ihr natürlich alles verlinkt zu dem Podcast mit dazu. Wenn ihr diesbezüglich Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik, was auch immer habt, gebt die gerne mit weiter. War unser erster Testversuch mit dem Podcast. Wir fanden es aber gar nicht so scheiße. Ich weiß nicht, wie es euch so ging. Also halt die Fresse, ich will saufen, ich will euren Scheiß hören. Ja, ich bin auch schon eher in Bierlaune, aber ja, vielleicht nochmal auch eine kurze Feedback, Abschiedsrunde, also. Petter hat heute auch Geburtstag. So wird er. Heute Nacht. Morgen. Ja. Aber wenn der rauskommt, hatte ich schon. Ja. Also Happy Birthday, Pet, Überraschung. Ich gratuliere dir jetzt im Vornherein schon mal nachträglich. Ich höre es mir dann im Podcast an. Ja. Es kommt halt darauf an, wann es fertig wird, aber ja.
Ja, ey, und besonderen Dank, ne? Auf die Art und Weise sitzt man selten zusammen, ne? Meistens, wenn wir zu viert da hocken, halten wir alles Maul. Oder einer von uns schläft schon. Mindestens einer sitzt nicht hier. Ja, wer denn? Meistens der Pat. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne wieder. Nee, das reicht erstmal. Ja, KV ist abgehakt. Ich glaube, ich hatte KV deutlich mehr zu bieten als uns, aber egal. Ja, ja, ich fand es auch sehr schön. Die Getränke haben sehr lecker geschmeckt. Der Podcast jetzt im Endeffekt, das weiß ich gar nicht. Ich habe es noch gar nicht gehört. Ist ja ein Kneipen-Podcast, ne? Nein, Kneipen-Podcast, nur dann. Ja, wir sind ja auch hier in der Kneipe, Junge. Also, hab mich schon gewundert, warum ihr euch für uns entschieden habt. Ah ja, ey, übrigens dann alle, ne, die im Bela noch einen Deckel haben, in KV gehen. Wir haben das heute, wir bilden jetzt hier halbkriminelle Strukturen. Und ihr wollt euch nicht anbilden, ne, dass ihr euer Restgeld im KV jetzt versauft, weil es da günstiger ist. Die sind berechtigt, Deckel einzutreiben. Wir sind jetzt vernetzt, Alter. Ja, da haben sie recht. Ja, du weißt schon genau, wie wir beiden. Bela und KV zum Glück ja schon immer sehr gut vernetzt. Und Werner, hol dein Fahrrad ab. Ja, und bring was zu essen mit, am besten warm. Oder aber auch was für uns und nicht in der, nicht in der Jackentasche warm gemacht. Mehrmal. Also ja. Mein Hund verbissen. Ey, danke an alle, auch an alle, die das Bela supportet haben während der Corona-Zeit. Und ey, ja, lasst uns einfach weiter so machen. Dann geht's eh nicht mehr so lang, ne? In diesem Sinne auch nochmal halt die Konstellation und das Zusammenhocken hier, KV und Bela, ja eh schon eine lange Geschichte, auch in der Frankenstraße, als wir damals zusammen schon immer uns die Gäste und den Suff geteilt haben. Auch wir mal. Haben uns auch zu Corona sehr geil gegenseitig unterstützt gehabt. Und das hatten wir davor auch, das wollte ich noch ganz kurz erwähnen. Ey, wir wären mit dem Bela einmal fast pleite gegangen und es war halb selbst verschuldet, halb war es der Location geschuldet, weil wir am Arsch der Welt waren, nachdem wir umgezogen sind. Und da hat uns der KV mal krass unter die Arme gegriffen, finanziell. Und seitdem gibt es immer, halt, ja, hilft man sich immer. Fliegen die Tausender hin und her. Ja, aber richtig, das knallt. Also das ist ja. Cum-Ex. Sollte es jetzt verständlich sein. Cum und Ex. Aber ich, nein, ich erinnere mich an nichts mehr. Ich so, mich hier ändern. Gut, einen abgescholzt, dann würde ich sagen. Ich wollte mich vielleicht auch nochmal bei der Kultur Hase und beim Splittlotto-Graben, keine Ahnung, wer das war, bedanken. Die haben uns auch die Möglichkeit gegeben, während Corona da mal eine Show zu machen. Halt. Das war übelst geil. War ein Open Air, ne? Ja, ja. IG-Gelände war das. Die haben die Bühne und alles zur Verfügung gestellt. Die haben uns da Saufen hingestellt. Und dann haben wir denen quasi nur das Geld, den Einkaufspreis gegeben und was wir durften wir dann selber behalten. Ja. Geiles Ding, hat Spaß gemacht. Ja, danke an alle Supporter, als mich in der Corona-Zeit. Und der Rest fickt euch. Ja, genau. An alle anderen. Ja, genau. Und wie gesagt, auch das sehen wir zusammen halt unterstützt weiter das Bela, unterstützt weiter die subkulturellen Strukturen, unterstützt weiter den KV, unterstützt weiter das A&F, der P31, all die Leute und all die Menschen, die da auch dafür gesorgt haben, dass einfach auch nichts von diesen Läden in der Zeit weggestorben ist. Danke, danke dafür. Ja. Und es spricht auch für Nürnberg, das muss man sagen. Ja. Wenn schon Bayern, dann Nürnberg. Wir haben eine coole zusammenhaltende Szene. Das Bravo ist an Nürnberg, kann man Applaus haben? Ja. Ah. So, gut. Jo, oh genau. Und in diesem Sinne haben wir bestimmt noch irgendwas vergessen zu erwähnen, aber ist ja auch egal. Machen wir beim nächsten Podcast. Will irgendjemand noch meine Mama grüßen? Ich grüße deine Mama. Alles Gute nachträglich zum Muttertag. Ja, von mir auch. Ja, nachträglich zum Muttertag. Alles Gute an auch meine Mamas. Mutter. Ja. Habe ich gestern vergessen, Mutti. Aber meine Mama hat mich angerufen. Ein Glück denkt die an alles. Das ist ja auch Muttertag. Ja. Ja, schon, soll sich mal anstrengen jetzt, ne? Jetzt ich meinen Saufen oder so? Ziemlich abstoßend, kann ich nichts dafür. Wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Ich liebe meine Mutter. Alter. Jo, und in diesem Sinne würden wir sagen, enden wir nochmal mit einem musikalischen Intermezzo. Da wir den Basti ja eh schon hier sitzen haben und der ja nicht nur schon lange euer Wirt des Vertrauens ist, sondern auch noch bei einer kleinen Kapelle namens Goth spielt, enden wir jetzt mit Goth Dissolving Flash Redemption und sind damit raus und hoffen, dass es euch gefallen hat. Oh, you're good.
werde, umso mehr lerne ich, gute Musik zu schätzen. Was hat denn das mit dem zu tun, was wir gerade hören? Nichts, ich habe nur gedacht, ich erwähne es mal.